Nach 3 Messetagen ist die Karrierestart in Dresden mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. Über 36.000 waren da und damit noch einmal 2% mehr als im Vorjahr. Sachsens größte Karrieremesse wurde regelrecht gestürmt von jungen Leuten. In diesem Jahr hatten sich 576 Aussteller und damit so viele wie nie zuvor präsentiert. Ohne Ausbildung läuft eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Wir wollen ja natürlich auch junges Personal halt ranziehen. Und deswegen ist die Ausbildung eigentlich in unserem Krankenhaus sehr wichtig. Gut vertreten waren die Pflegeberufe. Die Elbland-Kliniken punkteten mit einem Barkeeper und hatten jede Menge Fragen zur Neuordnung der Pflegeberufe zu beantworten. Und zwar fängt es an vom Thema Ausbildung, Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Wir stellen fest, es gibt tatsächlich noch relativ viel Unwissen im Zuge der neuen Pflegeberufegesetzes, wie sich jetzt die Ausbildung zusammensetzt. Da informieren wir gerade ganz viel, wir beraten auch ganz viel. Angefangen von MTR über OTA hin zur Hebamme. Hebamme ist auch ganz stark gefragt und natürlich auch das ein oder andere, die Studienanfrage, Pflegewissen. Wissenschaft, Pflegemanagement oder aber tatsächlich die Medizin. Die Messe bot Schülern vielfältige Möglichkeiten, Berufe kennenzulernen und mit ihren zukünftigen Chefs, Ausbildern oder Kollegen ins Gespräch zu kommen. Ja, es sind natürlich interessante Begegnungen mit den zukünftigen Auszubildenden, mit Schülern, die vielleicht zuerst erstmal ein Praktikum machen möchten und auch potenzielle Bewerber, die wirklich ganz gezielt an unseren Stand kommen.